Freitag, der 1. Dezember. Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind und der Weihnachtsmarkt, alle Jahre wieder zur gleichen Zeit findet in Wismar auch eine Kunstversteigerung statt. Mittlerweile findet in der Gerichtslaube im Rathaus Wismar die 25. Kunstauktion statt. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Thomas Bayer, Bürgermeister der Hansestadt, der eine amerikanische Versteigerung durchführt. Zum Gebot steht ein Werk der Künstlerin Angelika John. Es geht immer in 5-Euro-Schritten voran, ab einer bestimmten Größenordnung vielleicht dann auch in größeren Schritten. Und derjenige, der den letzten Betrag zahlt, der hat das Bild dann bekommen. Das Ganze ist für einen guten Zweck. Ich habe dem Verein vorgeschlagen, dass wir das für die Albanienhilfe nehmen, diesen Zweck. Die Albanienhilfe, die seit 1990 dort eine Region unterstützt und vor allen Dingen auch zum Beispiel ein Internat für Schülerinnen und Schüler. Zusätzlich werden rund 40 Arbeiten Wismarer Künstlerinnen und Künstler versteigert, sowie auch von Gästen. 130 Euro. Moderiert wird die Veranstaltung von Kunsthistorikerin Dr. Karin E. Hammer. Träger der Galerie ist der Verein der Wismarer Künstler und Künstlerinnen. Die Galerie profitiert von dem Erlös und mit diesem Geld kann sie weitergeführt werden. Nutznießer der amerikanischen Versteigerung ist diesmal die Albanienhilfe des christlichen Hilfsvereins. Dieser verwendet das gesammelte Geld für Weihnachtspäckchen und ein Internat in den albanischen Bergen.